For the last 5 or 6 years, we have had many different interesting developments. In den letzten 5 oder 6 Jahren haben wir viele verschiedene interessante Entwicklungen gehabt. But even if you look at the last few weeks, say since the end of the summer break. Aber sogar wenn man sich nur die letzten paar Wochen anschaut, sagen wir Ende der Sommerferien. We've seen some very important events on the world scale. Dann haben wir ein paar sehr wichtige Entwicklungen auf der Weltebene gesehen. And some of them with revolutionary implications. Und einige von ihnen mit revolutionären Auswirkungen. We've seen a revolutionary uprising in Burkina Faso. Wir haben einen revolutionären Aufstand in Burkina Faso gesehen. You might say, okay, Burkina Faso is not a very important country. It's a small country. It's not the center of the world events. Man könnte sagen, Burkina Faso ist nicht so wichtig, es ist ein kleines Land, es ist nicht das Zentrum der Welt. But it reflects a more general situation that exists in that region of the, in that part of the world, because now this is spreading to other neighboring countries, Togo and others. Aber es spiegelt wieder die Situation in diesem Teil der Welt. Jetzt breitet es sich diese Situation auf andere Nachbarstaaten auf, aus Togo zum Beispiel. We have seen the development in Mexico of a mass movement. Wir haben in Mexiko die Entwicklung von einer Massenbewegung gesehen, which I will explain a bit more later, die ich später ein bisschen später genauer erklären werde. But the mass movement that I will say is not been organized by any particular organization, it's mostly spontaneous. Aber wichtig bei der Massenbewegung ist, sie ist von keiner Organisation wirklich organisiert, sie ist hauptsächlich spontan. It comes out at a time when it seemed that the general mood of the movement in Mexico was very flat or depressed. Sie hat sich zu einer Zeit entwickelt, wo die generelle Stimmung der Bewegung ziemlich flach oder depressiv. It has insurrectionary elements, particularly in Guerrero. Sie enthält aufständische Elemente, besonders in Guerrero. It has clear revolutionary implications. Und sie hat klare revolutionäre Auswirkungen. A general strike has been called in Italy. In Italien wurde ein Generalstreik ausgerufen. And it's been preceded by mass movement of the working class. Dem eine Massenbewegung der Arbeiterklasse vorangeht. Also at the time when it seemed that the same trade union leaders were calling this strike had completely betrayed in the immediate previous period, making alliances and pacts with the government. Obwohl die Gewerkschaftsführung in der direkten Phase davor mit Allianzen und Pakten mit den Bossen irgendwie die Bewegung mehrmals betrogen hat. In Greece there was this week a very big general strike. In Griechenland war mal wieder diese Woche ein sehr großer Generalstreik. Also at the time when it seemed that there had been many months of the movement being in a very flat situation after I don't know how many 20 or 30 previous general strikes. Und das zu einer Zeit, wo monatelang eine sehr ruhige Situation in Griechenland war der Bewegung nach 20 oder 30 Generalstreiks davor monatelang. We have seen a very big and angry movement in the United States affecting over 100 different cities over this question of the ruling in relation to the killing in Ferguson. Und wir haben eine große Bewegung in und eine sehr wütende Bewegung in den USA, wo in über 100 Städten Demonstrationen stattgefunden haben in Bezug auf die Gerichtsentscheidung in Ferguson. We have also seen, and I will talk about this later, the meteoric rise of Podemos in Spain, a party that didn't exist 10 months ago, and now has, I think they stopped counting in their website, but I think it has over 270,000 registered members. Und is the first party in all the opinion polls. Und wir haben den meteorischen Aufstieg von Podemos in Spanien, die vor ein paar Monaten noch gar nicht existiert hat und mittlerweile, sie haben aufgehört zu zählen auf der Website, aber 270.000 Mitglieder eingetragen hat und in den Umfragen erster. In Spanien. We clearly live in very turbulent times. Wir leben eindeutig in sehr turbulenten Zeiten. And 6 years after the beginning of the economic crisis in 2008. Und 6 Jahre nach dem Beginn der
Wirtschaftskrise 2008. The capitalist system is certainly not overcome that crisis in any serious way. Hat das kapitalistische System offensichtlich nicht geschafft, diese Krise in irgendeiner ernsthaften Art und Weise zu überwinden. But most importantly, from our point of view, aber das Wichtigste aus unserem Sicht, this has created an enormous crisis of legitimacy of the capitalist system as an economic system and bourgeois democracy as a political system. Hat diese Situation eine enorme Krise, Legitimationskrise, Legitimitätskrise des kapitalistischen Systems als Wirtschaftssystem und auch als politisches System, die bürgerliche Demokratie. And this exists in all countries. Und das findet in allen, dieser Prozess findet in allen Ländern statt. Of course, in one degree or another. Natürlich mit in einer oder einer anderen Weise. And in different countries it has different effects. Und in verschiedenen Ländern hat es verschiedene Auswirkungen. But this is not something that's happening in one country or in one region of the world. It's a worldwide process. Aber das ist etwas, was nicht in einer Region der Welt oder in einem Land stattfindet, sondern es ist ein weltweiter Prozess. And the other very interesting point that the thing we should analyze in detail. Und der andere interessante Punkt, den wir uns im Detail anschauen sollten, is the fact that there exists an enormous gap, an enormous distance. Ist der Fakt, dass es eine enorme Distanz, eine enorme Spaltung gibt. Between this process of the rise in the consciousness of the broadest masses of working people, zwischen dem Anstieg des Bewusstseins bei den breitesten Schichten der arbeitenden Klasse, and the reflection of this in the existing mass organizations of the working class. Und der Reflexion bzw. der fehlenden Reflexion dessen in den existierenden Massenorganisationen. And this is something we need to analyze. Und das ist etwas, was wir analysieren müssen. So starting from the economic position, um bei der ökonomischen wirtschaftlichen Ebene zu beginnen. Because we are Marxists, we are materialists. Weil wir Marxisten sind, wir sind Materialisten. And if we think that in the last analysis it is the changes in the economic conditions that determine consciousness. Und wir denken, dass die in letzter Instanz die ökonomischen Veränderungen, die das Bewusstsein bestimmen. Not in a mechanical and direct way. Nicht in einer mechanischen oder direkten Art und Weise, but in a dialectical relationship, sondern in einer dialektischen Beziehung. But in the last analysis, this is the key to the situation. Aber in letzter Instanz ist das der Schlüssel zur Situation, zum Verständnis der Situation. If we were to say that capitalism is coming out of the crisis and is entering into a new period of, I wouldn't say vigorous growth, but sustained growth in a way or another. Wenn wir sagen würden, der Kapitalismus kommt aus seiner Krise raus und tritt in eine neue Phase des vielleicht nicht explosiven Wachstums, aber des dauerhaften Wachstums ein. This will definitely have an impact on our perspectives for the class struggle and politics. Würde das auf jeden Fall einen Einfluss haben auf unsere Perspektiven für den Klassenkampf und für die Politik. But it is increasingly clear that this is not the case. Aber es wird immer klarer, dass das nicht der Fall ist. You know, they had this G20, was it G20 meeting in Australia recently? Vor einiger Zeit gab es dieses G20-Treffen in Australien. And reading from the statements of the leaders of the free world that assembled in the continent down under, they are very worried. Und wenn man sich die Statements von diesen Führern der freien Welt, die sich im Down Under versammelt haben, anhört, die sind sehr besorgt. The British Prime Minister, who is not the most astute of bourgeois leaders. Der britische Premierminister, der jetzt nicht gerade der cleverste der bürgerlichen Führer ist.
He wrote a very panicky article, opinion article in the British newspapers. Hat einen ziemlich panischen Meinungsartikel in einer britischen Zeitung geschrieben. And he started by saying, 6 years on from the financial crash that brought the world to its knees. Und er hat begonnen damit, dass er gesagt hat, 6 Jahre nachdem der Finanzcrash die Welt auf die Knie gezwungen hat. He said, red warning lights are once again flashing on the dashboard of the global economy. Leuchten wieder auf dem Kontrollpanel der Weltwirtschaft wieder die roten Warnleuchten auf. And he said, and the danger points are clear for everyone to see, even himself. Die Gefahren sind für jeden klar ersichtlich, sagt er, selbst für ihn. And he mentioned the following, a potential triple dip recession in Europe. Und er hat Folgendes erwähnt, eine potenzielle Triple-Rezession in Europa. With high unemployment. Mit hoher Arbeitslosigkeit. Falling growth. Fallendem Wachstum. Growth is not growing. and falling prices too. Fallender Wirtschaft und fallenden Preisen. This is one danger area. Das ist die eine Gefahrenzone. Second one, the slowdown in the BRIC economies. Das zweite, die Verlangsamung der BRIC-Wirtschaften. You know, the BRIC economies are Brazil, Russia, India and China. They're supposed to be the new engine of the world economy. Also Brasilien, Russland, Indien und China, den neuen Motor der Weltwirtschaft darstellen sollen. And he added to this geopolitical tensions created by crises in Ukraine and the Middle East. Und er fügt dem hinzu, geopolitische Spannungen wegen dem Mittleren Osten, Nahen Osten und der Ukraine. And since Cameron is talking about red flashing lights in the dashboard of the world economy. Nachdem Cameron von diesen blinkenden Warnleuchten der Weltwirtschaft spricht. There is this famous bourgeois economist Nouriel Roubini. Es gibt diesen bekannten bürgerlichen Wirtschaftswissenschaftler Nouriel Roubini, who is known for making catastrophic remarks about the world economy, but he generally tends to get it right. Der für seine Katastrophenanalysen der Weltwirtschaft bekannt ist, er hat meistens dann damit recht. So this Nouriel Roubini last week said something that I think is quite telling, is a good summary of the world situation of the world economy. Und dieser Nouriel Roubini hat letzte Woche etwas gesagt, was sich gut als Zusammenfassung der Weltwirtschaft, der Situation said, in der Weltwirtschaft darstellt. He said the world economy is like a four-engine airplane. Die Weltwirtschaft, hat er gesagt, ist wie ein viermotoriges Flugzeug, which is running on one engine alone, das nur noch auf einem Motor funktioniert, meaning the United States. Und zwar the only sector of the world economy where there is certain growth. Und zwar die USA, der einzige Sektor der Weltwirtschaft, wo sowas wie ein gewisses Wachstum noch existiert. It says, but the pilots of this plane. Aber die Piloten von diesem Flugzeug realize that they're about to hit stormy clouds ahead. Aber die Piloten, die merken halt, dass vor ihnen eine Gewitterfront liegt. The passengers have started fighting amongst each other. Die Passagiere haben schon angefangen, um die Rettungswesten zu kämpfen. And what he means is when the Americans tell the Germans, oh no, you must reflate your economy, and the Germans they tell the Chinese, no, you must buy more capital goods from us, and so on. Ja, wenn die verschiedenen Länder, wenn die USA zum Beispiel sagt zu Deutschland, ja, ihr müsst eure Wirtschaft ankurbeln, und die Deutschen dafür zu den Chinesen sagen, ja, ihr müsst mehr Investitionsgüter von uns kaufen. So he says, and the pilots also know, und die Piloten wissen auch, sagt er, that if they manage to land, dass wenn sie es schaffen zu landen, if they manage to land, that there is no emergency crew at their disposal once they get to the ground. Dass es auch keine Notfall
Besatzung gibt, wenn sie landen, die und auf dem Grund absetzt. So I will say that the outlook is not very optimistic for this plane. Das heißt, für dieses Flugzeug ist der Ausblick nicht gerade optimistisch. And we need to ask ourselves why is this? Because this is not a normal situation. Wir müssen uns fragen, warum ist das so? Das ist keine normale Situation. You know, anyone who's read the basics of Marxist economics knows that the capitalist system goes through crisis and then it goes through booms. It's a cyclical is a system that works in a cyclical way. Ja, jeder, der die Grundlagen der marxistischen Ökonomie studiert hat, weiß, dass die Wirtschaft eine zyklische Wirtschaft ist. Sie geht durch Aufschwünge und dann Abschwünge. You know, the normal thing that should happen is that there is a crisis. Normalerweise sollte es so sein, es gibt eine Krise. Productive forces are destroyed. Die Produktivkräfte werden zerstört. The workers are made to pay for the crisis with destruction of their rights, lower wages and so on. Die Arbeiter werden dazu gezwungen, für diese Krise zu bezahlen, indem ihre Rechte zerstört werden, indem sie weniger verdienen und so weiter. And once enough of the excess capacity has been destroyed, this lays the basis for a new investment cycle, a new productivity cycle, a new growth cycle. Nachdem genügend von diesen Produktivkräften zerstört worden sind, schafft es die Basis für einen neuen Investitionszyklus, für einen neuen Wachstumszyklus. But this is not what seems to be happening. Aber das ist nicht, was offensichtlich passiert. Most European countries have come out of negative figures for their GDP. After 6 years. Die meisten Länder in Europa sind nach 6 Jahren aus den negativen Wachstumszahlen herausgekommen. But there is no real dynamic of growth in the economy. Aber es gibt keine wirkliche Dynamik des Wachstums in der Wirtschaft. The German economy only narrowly avoided a recession this year. Die deutsche Wirtschaft ist nur knapp an der Rezession vorbeigeschrammt dieses Jahr. But the economic perspectives for the whole of the EU economy are very, very meager, between 0% and 1%. Der Ausblick für die gesamte Wirtschaft in der EU ist sehr, sehr mager, also nur zwischen 0% and 1% Wachstum. And this is 6 years into the crisis, despite the fact that they have taken extraordinary measures in order to kickstart the economy, in order to give the economy some push. Das muss man sich vor Augen halten, ist 6 Jahre nach dem Beginn der Krise, obwohl die Bürgerlichen besondere Vorkehrungen und besondere Maßnahmen getroffen haben, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. This issue of very low, extremely low interest rates. Die extrem niedrigen Zinsraten der Zentralbanken. And quantitative easing, which basically means the central banks in the different countries creating money artificially and buying up debt. Was im Prinzip heißt, die Zentralbanken der einzelnen Länder schaffen künstlich neues Geld und kaufen damit Schulden auf. This has only produced very meager results. Es hat nur sehr, sehr magere Resultate gebracht. As a matter of fact, it also has some negative impact in the economy. In Wirklichkeit hat es sogar einige negative Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt. Because now the companies, private companies, are sitting on massive piles of cash. Reserves. Weil das heißt, dass jetzt die Privatunternehmen auf riesigen Geldreserven, Bargeldreserven sitzen. Which they're not using for investment. Die sie nicht zu Investitionen einsetzen. For investment in the productive sector. Für Investitionen im Produktivsektor. Most companies, what they're doing is they're buying their own shares, they're canceling their own debts. Was die meisten Unternehmen machen, sie kaufen ihre eigenen Aktien, sie zahlen ihre eigenen Schulden zurück. In fact, in a number of countries you have a crazy situation where there is a new bubble in the stock exchange. Es gibt in einigen Ländern die Situation, dass es die völlig verrückt ist, dass es eine neue Blase in den Aktienmärkten gibt. In the United States, for instance, which is the only part of the world economy that has certain economic growth.
zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, das, wie ich gesagt habe, das die einzige Weltregion ist, wo es ein gewisses Wirtschaftswachstum gibt. They have been injecting into the economy an extraordinary amount of $85 billion every month. Haben die Zentralbanken in die Wirtschaft jeden Monat den riesigen Betrag von $85 Milliarden. Yes, this has created some economic growth. Und ja, das hat ein gewisses Wirtschaftswachstum erzeugt. And a little bit of job creation. Und ein paar Jobs wurden auch damit geschaffen. But if you compare this recovery from the lowest point of the crisis with previous recoveries from the lowest point of the crisis. Aber wenn man diese Erholung vom niedrigsten, also vom Tiefpunkt der Krise vergleicht mit anderen Erholungen von Krisen. You will see that this is the slowest and most rachitic recovery in maybe 100 years. The slowest and weakest. Ist das die langsamste und schwächste Erholung seit 100 Jahren? And the IMF is saying that the US economy is growing at a rate of 1 percentage point below what should be the normal average. Und der Weltwirtschaftsfonds sagt, dass die USA, die Wirtschaft in den USA 1% unter dem liegt, was eigentlich der Durchschnitt sein sollte. In Britain, for instance, the amount of money that they have injected into the economy through quantitative easing. In Großbritannien ist die Menge des Geldes, die in die Wirtschaft durch Quantitative Easing eingeschossen wurde, in the last 6 years, innerhalb der letzten 6 Jahre, is equivalent to between 20 and 25% of GDP. Ist das äquivalent zu 20-25% der gesamten Wirtschaftsleistung der Erde. Economic growth in Britain is really, really weak. Und das Wirtschaftswachstum in Großbritannien ist wirklich, wirklich schwach. Basically, there's not much difference between that and outright stagnation. Es gibt nicht wirklich einen Unterschied zwischen dem Wirtschaftswachstum und direkten Stagnation. As a matter of fact, this is not related only to this particular crisis, it's related to the whole period prior to the crisis, as we have already explained. In Wirklichkeit ist diese Situation nicht nur auf die jetzige Krise direkt bezogen, sondern auf die ganze Periode vor der Krise. In the period preceding the 2008 collapse, the situation for the world economy was not very good, but at least there was growth. In der Zeit vor dem Kollaps 2008 war die Situation der Weltwirtschaft nicht wirklich gut, aber immerhin hat es Wachstum gegeben. But the problem is that at that time they already used quite a lot of the mechanisms that they could have otherwise used to get out of a recession. Aber das Problem ist, dass die Bürgerlichen zu dieser Zeit schon viele der Mechanismen benutzt haben, aufgebraucht haben, die sie normalerweise nutzen könnten, um aus der Krise wieder rauszukommen. At that time there was some productive investment, but that was not the main factor for that recovery. Zu dieser Zeit gab es gewisse Investitionen in den produktiven Sektor, aber das war nicht der Hauptteil dieses Wachstums. One of the key elements of that recovery, that economic boom, was the massive expansion of credit. Einer der Schlüsselaspekte dieses Booms in der Wirtschaft war die massive Ausdehnung des Kredites. Massive expansion of corporate and family credit, household credit. Massive Ausdehnung der Schulden der Unternehmen und der Privathaushalte. Which in turn was necessary because that boom was also based on the massive increase in the exploitation of the working class. Was auch notwendig war, weil dieser Boom letztendlich auf der massiven Ausdehnung der Ausbeutung der Arbeiterklasse aufgebaut war. For most of the 1990s and early 2000s we saw the destruction of trade union rights, the destruction of collective bargaining agreements. Im Großteil der 1990er Jahre, dem Beginn der 2000er, haben wir eine Zerstörung der Gewerkschaftsrechte, der Kollektivvertragsrechte und so weiter. Casualization of labor, low wages. Die Prekarisierung der Arbeit, niedrige Löhne.
And this was the case even in Germany, which was out of the world economy, one of the few economies that where the capitalist class did actually retool industry. They invested in productive development. Das war selbst der Fall in Deutschland, das eines der wenigen Länder war, wo es tatsächlich sowas wie ein Austausch der Produktionsmittel, eine Investition im produktiven Sektor gegeben hat. And at the same time that boom was based, and another factor for that boom was a massive speculative bubble in the stock exchange, in the dot-com markets, which crashed in 2000, and in the housing market particularly. Ja, und der Boom war auch aufgebaut auf einem extremen Spekulationswelle. Das heißt, Spekulation auf den Aktienmärkten, Spekulationen in der Dotcom-Blase, im Internetsegment und natürlich auch im Haus-, im Immobilienbereich. And what the bourgeois economists are now saying, was die bürgerlichen Wirtschaftswissenschaftler jetzt sagen, when Larry Summers made this famous speech about secular stagnation about 1 year ago. Der Larry Summers hat diese berühmte Rede mit dem Zitat über die 100-jährige Stagnation letztes Jahr gehalten. He says, during that period, prior to the crisis, the world economy was afflicted by speculative bubbles, but these speculative bubbles could only achieve very slow rates of growth. Er hat gesagt, vor dieser Krise ist die Weltwirtschaft, hat Spekulationsblasen erlebt, aufgebaut, aber diese Spekulationsblasen konnten nur sehr kleine Wachstumsergebnisse geben. He said, this means that there's some more fundamental process at work. Er hat gesagt, das zeigt, dass es da ein viel grundlegendere Prozesse am Werk sind. Where the economy is not able to create enough demand. The demand doesn't grow at the necessary rate to create investment. Und er sagt, dass das zeigt, dass die Wirtschaft es nicht schafft, genügend Nachfrage zu schaffen für gescheite Investitionen. And different bourgeois economists who agree with Larry Summers, they are trying to give different explanations for that. One of the explanations is that there's a demographic change. Die verschiedensten Wirtschaftswissenschaftler, die Bürgerlichen, versuchen dem verschiedene Stoßrichtungen zu geben, zu sagen zum Beispiel, es liegt an der demografischen Entwicklung. That there's a slowdown of the rate of innovation. Dass es eine langsamere Entwicklung der Innovationen, der Erfindungen gibt. But in our opinion, these are all very superficial explanations. Aber in unserer Meinung nach sind das alles sehr oberflächliche Erklärungen. What we really facing is the organic crisis of capital. Was wir wirklich vor uns sehen, ist die organische Krise des Kapitalismus. The organic crisis of capitalism in its period of decay. Die organische Krise des Kapitalismus in der Periode seines Niedergangs. The Economist 2 weeks ago had an article and they said it's time to tell the public the truth. The years of post-war economic growth are gone forever and they're not coming back. Der Economist hat vor ein paar Wochen geschrieben, es ist Zeit, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen. Die Jahre des Wirtschaftsaufschwungs nach dem Krieg sind vorbei und sie werden nie wieder zurückkehren. And they saying the new normal for capitalism, the new normality is this, what we have now. Very slow economic growth, high unemployment. Und sie sagen, die neue Normalität für den Kapitalismus ist folgendes. Was wir jetzt schon haben, ein sehr geringes Wirtschaftswachstum, hohe Arbeitslosigkeit. Basically, what this means is that at this particular time, capitalism has reached its limits. In Wirklichkeit heißt es, dass zu diesem in dieser Zeit der Kapitalismus seine Schranken erreicht hat. Even you could say that the post-war economic boom was an anomaly in capitalism. Man könnte auch sagen, der Nachkriegsaufschwung war eine Anomalie im Kapitalismus. That was created by the combination of a whole series of factors after the Second World War, political and economic factors.
die durch die durch verschiedene Kombinationen aus verschiedensten wirtschaftlichen und politischen Faktoren nach dem Zweiten Weltkrieg möglich gemacht wurde. But that anomaly, if you want, lasted for the best part of 25 years. Und diese Anomalität hat ungefähr 25 Jahre lang angedauert. And produced very high rates of growth. Und hat sehr hohe Wachstumsraten erzeugt. And this had an political impact. Das hatte einen politischen Auswirkung. In solidifying the hold of the reformist leaderships over the mass organizations of the working class. Indem nämlich der Einfluss der reformistischen Führungen innerhalb der Massenorganisationen der Arbeiterklassen gestärkt wurde. Where in advanced capitalist countries the reformists could grant serious reforms, housing, healthcare, education and so on. In den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern konnten die Reformisten tatsächlich Versprechen umsetzen, zum Beispiel öffentlicher Wohnbau, Gesundheitssystem, Bildung. But now that is gone. Aber jetzt, diese Zeit ist jetzt vorbei. It has really been gone for some time. In Wirklichkeit ist sie schon seit längerer Zeit vorbei. Because you can go back to the mid 1980s, beginning of the 1990s. This is when this offensive against the working class acquired rights started. Man kann bis Mitte der 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er zurückgehen. Wo man sieht, da fing diese Offensive gegen die erworbenen Rechte der Arbeiterklasse an. But at least for a period of time that was accompanied with economic growth. Aber für eine Zeit ist dies zumindest mit Wirtschaftswachstum einhergegangen. The situation for most workers was worse in comparison to their parents. Die Situation vieler Arbeiter war schlechter als die ihrer Eltern. But they could still find an individual solution. Aber es gab immer noch die Möglichkeit der individuellen Lösung dieser Probleme. And now on top of that, for the last 6 years, there's not even growth. There's not even jobs. And the attacks continue and have intensified. Und jetzt für die letzten 6-7 Jahren ist dazu gekommen, es gibt nicht einmal mehr Wirtschaftswachstum, es gibt keine Arbeitsplätze mehr und die Angriffe haben sich intensiviert, verstärkt. And all the interconnections of the world economy now work instead of having the effect of creating a growth spiral, is having the effect of creating a downward spiral. Diese ganzen Verbindungen, Verknüpfungen in der Weltwirtschaft, die davor dazu geführt haben, dass eine Wachstumsspirale entstanden ist, führen jetzt dazu, dass es eine Abschwungsspirale ist. It's all interconnected. Es ist alles miteinander verbunden. For instance, the Chinese economy. Zum Beispiel die chinesische Wirtschaft. One of the growth engines of the Chinese economy for a long period of time was massive exports into the world market. Einer der Wachstumsmotoren für die chinesische Wirtschaft war lange Zeit der Export. But it's clear now that Europe and the United States are not buying, they're not markets in the same way that they used to be. Aber es ist jetzt klar, dass die USA und Europa nicht in derselben Rate kaufen, wie das davor der Fall war. The Chinese economy is trying to change. Die chinesische Wirtschaft versucht sich daran anzupassen. From an economy based on massive investment and export to an economy based on consumption. Indem es von einer Wirtschaft, die auf massiven Investitionen und Export basiert, hin zu einer Wirtschaft, die auf Konsumtion basiert. But this is very difficult. Aber das ist sehr schwierig. And if you want to know a country where there's been a Keynesian experiment over the last few years, this is China. Wenn man ein Land wissen will, wo es ein keynesianisches Experiment in den letzten Jahren gab, dann ist das China. And this, as any Keynesian experiment, now has come up to its own, against its own limits. Und wie jedes keynesianische Projekt ist dieses auch in China jetzt an seine eigenen Grenzen gestoßen. There's massive overcapacity. Es gibt eine riesige Überproduktion, Überkapazitäten. And there's the beginning of the accumulation of unsustainable levels of debt by state institutions, state-owned banks, local governments.
Und es gibt eine, den Beginn des Aufbaus von nicht zurückzahlbaren Schulden auf Regierungsebene, auf lokaler Ebene. And this is turning quite a lot of this investment into speculative bubbles. Das führt dazu, dass extrem viel von diesem von diesen Investitionen in den spekulativen Sektor gehen, in spekulative Blasen. And we all know where this leads to. Und wir wissen alle, wo das hinführt. But already now this slowdown of the Chinese economy, which is still growing double the rate of any capitalist economy, but is slower than what it used to be. Aber der, diese Verlangsamung des Wachstums in China, das immer noch doppelt so schnell wächst wie jedes fortgeschrittene kapitalistische Land, has had an extremely negative impact on the rest of the BRIC economies. Hat eine extrem negative Auswirkung gehabt auf die Wirtschaft der restlichen BRICS. For a period of time, China acted as the growth engine for most of the Pacific Rim economies in Latin America. China hat lange Zeit als eine Art Wachstumsmotor für die lateinamerikanischen Staaten am Pazifik gewirkt. Because they were sucking in massive amounts of minerals, raw materials and sources of energy. Weil sie massiv Rohmaterialien, Mineralien, Energieträger und so weiter gekauft haben für ihre Wirtschaft. The slowdown in China has already had very, very negative effects in places like in Bolivia, in Ecuador, in Chile, in Brazil particularly. Und diese Verlangsamung des Wachstums in China hat schon sehr negative Auswirkungen gehabt auf so Länder wie Ecuador, Chile, Bolivien und Brasilien besonders. And in Brazil it's already had important political and social effects. Und in Brasilien hat das schon sehr wichtige politische und soziale Auswirkungen auch gezeigt. I don't know if you noticed, but then this also means that China is not importing capital goods from Germany at the same rate as it used to be. Das heißt auch, dass China nicht mehr in demselben Ausmaß Investitionsgüter aus Deutschland kauft. And a German capitalist built an economy based on low wages and high levels of productivity. Based on exporting the goods. Die deutschen Kapitalisten haben eine Wirtschaft aufgebaut, die darauf basiert hat, dass niedrige Löhne zusammen mit einer hohen Produktivität für einen guten Export gesorgt haben. To Europe and China. Den Rest von Europa und nach China. Now it's clear that Europe is not buying and China is not buying, so the German economy is in crisis. Europa kauft nicht mehr gescheit ein, China kauft nicht mehr gescheit ein, das heißt die deutsche Wirtschaft schlittert auch in die Krise. And as we know, the Austrian economy is very closely linked to the German economy. Wie wir wissen, ist die österreichische Wirtschaft sehr eng mit der deutschen verbunden. And the other thing that the Austrian economy is very closely linked to is Eastern Europe, which is not in a very good state either. Das zweite, wo es starke Verbindungen in der österreichischen Wirtschaft gibt, ist Osteuropa, wo es jetzt auch nicht so. So all these things are having an impact. And then on top of this, I don't know if you noticed, but there was a sharp drop in the Japanese economy. When was it? A couple of months ago, a month ago. Und all das hat starke Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber auch in der japanischen Wirtschaft hat es eine starken Einbruch gegeben vor ein paar Monaten, einem Monat oder so. I think it was 7.1% negative figure for the GDP. Ich glaube, es waren 7.1% negativ. Also okay, this might be a little bit of a blip because they increased some taxes in the period immediately before that. Ja, das mag vielleicht ein gewisser verzerrt sein, weil sie direkt davor Steuern erhöht haben. But it also really shows real problems in the Japanese economic model, which was known as Abenomics, i.e. massive quantitative easing, structural reform and so on. Aber es zeigt auch die wirklichen Probleme der japanischen Wirtschaft, die als Abenomics bekannt waren, das heißt massives quantitative easing, Strukturreformen. And so it is this general situation.
Entschuldigung. Und es ist diese allgemeine Situation of a capitalist system that's not able to finally come out of the crisis and create any sustainable rates of growth that can shore up unemployment and improve the living conditions of the masses. Eines kapitalistischen Systems, das nicht aus der, das nichts zurückschafft ins Wachstum und den Lebensstandard nicht mehr heben kann, die Jobs. Which comes after a long period of the 1990s, early 2000s, of where there were already significant attacks on the working conditions of the working class. Und diese Situation folgt auf eine lange Periode in den 1990er Jahren, den frühen 2000er Jahren, wo es schon damals starke Angriffe auf die Lebensstandard der Arbeiterklasse. That is creating a crisis of legitimacy for the capitalist system. Das schafft eine Krise der Legitimität für das kapitalistische System. Well, people say this doesn't work. Die Leute sagen, ja, es funktioniert ja offensichtlich. On the basis of their own experience. Auf Basis ihrer eigenen Erfahrung. And this is compounded. Das by the fact that people can realize that even in this period of crisis there's been a continued increase of the wealth gap between the very rich and the majority of the population. Das in Verbindung damit, dass die Leute einen riesigen Unterschied in der Entwicklung des Wohlstandes zwischen den Reichen und den Armen wahrnehmen können. In fact, by any standards, any figures that you can take, man kann alle Zahlen, die man finden kann, you can see that the gap, the difference between the top 1% or 10% wealthiest and the majority of the population has increased during the time of the recession. Zeigt, dass während der Krise der Reichtumsunterschied zwischen den obersten 1% oder 10% und den unteren sich erhöht hat sogar noch. According to some figures, the wealth of the capitalist is now 20% higher than it was in 2007. Einige Zahlen zeigen, dass der Reichtum der Kapitalisten ca. 20% höher ist als vor der Krise. 2007. So people can see the hypocrisy of all these speeches about we are all in this together and we all have to make sacrifices, and they can see this is not the case. Jeder sieht damit irgendwie die Scheinheiligkeit dieser Argumente, wir sitzen alle im selben Boot und wir müssen alle Opfer bringen und so weiter. On top of this, there are massive corruption scandals affecting top politicians in every country. Zusätzlich dazu gibt es noch massive Korruptionsskandale, die Top-Politiker in allen Ländern betreffen. Many of these corruption scandals actually go back to the previous period, where there was a massive housing bubble and so on. That brings corruption inevitably. Viele dieser Korruptionsskandale gehen zurück auf die vorherige Periode, wo es einen massiven Immobilienblase gibt, die was ziemlich sicher immer Korruption mit sich bringt. So this is why people are questioning everything. Das führt dazu, dass die Menschen alles in Frage stellen. You see another phenomenon. Es gibt auch noch ein anderes Phänomen. That in general, this is a general thing. It might vary from country to country. Es ist eine generelle Beobachtung, das mag von Land zu Land unterschiedliche Auswirkungen haben. In general, the old social democratic reformist parties are massively discredited everywhere. Nämlich, dass die traditionellen Massenorganisationen, die reformistischen sozialdemokratischen Organisationen, massiv diskreditiert sind. Obviously, this is more extreme in a country like Greece, where the impact of social, economic and political crisis has been deeper. Natürlich ist das extremer in einem Land wie Griechenland, wo der die Auswirkungen der Krise der wirtschaftlichen viel tiefer sind. Where it's not only that the main bourgeois party, the New Democracy, is gone down from say, I don't know, 35-40% in the opinion polls to maybe down to 10 or 12%. Wo die Hauptpartei der Bürgerlichen, nämlich die Neodemokratie, Neue Demokratie, von 40-35% runtergefallen ist auf 10-12% in den Umfragen. But also PASOK, the main social democratic party on which the ruling class relied for many years, has also gone down from 35-40% that they used to normally have
to, I don't know what's in the opinion polls now, 8% or in some cases 6%. Aber auch PASOK, die sozialdemokratische Partei, auf die sich die herrschende Klasse in Griechenland lange Zeit gestützt hat, ist von 35-40% runtergefallen auf, ich weiß nicht, wie viel sie jetzt haben, 8%, 6% in den Umfragen. In many of these cases, the social democratic parties were unfortunate to be in power at the time when this started, and they are rightly seen as the ones who introduced the first austerity, very unpopular austerity measures. In vielen diesen Fällen haben die sozialdemokratischen Parteien das Pech gehabt, während dem Beginn dieses Prozesses an der Macht zu sein, und sie sind von den Massen richtigerweise als die angesehen, die angefangen haben mit diesen Sparmaßnahmen. But this goes beyond that, I think. Aber das geht über das hinaus, denke ich. Because in Spain, for instance, in 2011, the Socialist Party was got a result of I can't remember exactly, but 30-33%, something like that. Aber es geht lost, über hinaus. Lost the election. In Spanien zum Beispiel hat die Sozialdemokratie 2011 so 30-33% gekriegt, hat damit die Wahlen verloren. Despite the fact that it's supposed to be in opposition to the very unpopular Popular Party government, they consistently gone down, I think, to 22% now. Und obwohl sie eigentlich ja in der Opposition gegen diese sehr verhasste Volksparteiregierung sind, sind sie in den Umfragen weiter abgestürzt auf jetzt 22%. In Britain, in Großbritannien, even despite being in opposition to one of the most unpopular governments in a very long period of time, Ed Miliband and the Labour Party failed to generate any enthusiasm, and they might even manage to lose the next election. Auch in Großbritannien, obwohl sie in der Opposition sind zu einer der am meisten verhassten Regierungen seit einer langen Zeit, schaffen es Ed Miliband und Labour keinerlei Enthusiasmus zu erzeugen, und vielleicht schaffen sie es sogar, die Wahlen zu verlieren. And the reason for this is not difficult to see. Und der Grund dafür ist nicht sehr schwer zu erkennen. Because Miliband is saying that the leader of the Labour Party is saying that when we come into government, we're going to maintain the austerity policies, we're going to be fiscally responsible. Und der Grund dafür ist eigentlich nicht schwer zu sehen, weil Ed Miliband und die Labour Party sagen, ja, wenn wir in die Regierung kommen, dann werden wir diese Kürzungsprogramme aufrechterhalten, wir werden uns finanziell verantwortungsvoll verhalten. And this is precisely the opposite of what people want. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Leute wollen. So when it comes to the to election day in May, also I think that there will probably be a significant part of the people who will vote and go and vote for Labour to get the Tories out, but without any enthusiasm at all. Das heißt, wenn es im Mai die Wahlen in Großbritannien sind, dann wird wahrscheinlich ein relativ großer Teil der Leute zur Wahl gehen und Labour wählen, um die Konservativen, die Tories, rauszuschmeißen aus der Regierung. Aber sie werden das ohne großen Enthusiasmus machen. You see, the last time that there were any processes of mass radicalization within the social democracy was in the late 1970s. Das letzte Mal, wo es wirklich sowas wie wo Prozesse der Massenradikalisierung innerhalb der sozialdemokratischen Parteien gegeben hat, der alten, das war Ende der 1970er Jahre. And that's a very long time ago. Das ist eine sehr lange Zeit. Most people in this room were not even born at that time. Die meisten Leute in diesem Raum waren zu dieser Zeit noch nicht mal auf der Welt. For a large proportion of working people today, social democratic parties, what do they represent? Für einen sehr großen Teil der arbeitenden Menschen heutzutage, was repräsentiert die Sozialdemokratie? Years and years in government, sometimes in coalitions with conservative parties. Jahre in der Regierung, oft in Koalition mit konservativen Parteien. Where the difference between one and the other was not very sharp. Wo der Unterschied zwischen diesen Parteien nicht sehr klar war. Where both parties were privatizing, attacking public services and attacking workers' rights. Wo beide Parteien
privatisiert haben, den öffentlichen Dienst angegriffen haben, Arbeiterrechte angegriffen haben und so weiter. You see, when the revolutionary crisis of the 1970s arrived, als die revolutionäre Krise der 1970er Jahre entstanden ist, there was a whole generation of people for whom these social democratic parties represented something completely different. Gab es eine ganze Generation von Menschen, für die diese Sozialdemokratie was total anderes repräsentiert. They represented the massive social reforms of the post-war period, and there was a strong Lincoln attachment. Sie repräsentierten die massiven Reformen nach dem Zweiten Weltkrieg, und es gab eine sehr starke Verbindung und ja Verbindung. Some of those links obviously still remain, but they have been seriously weakened. Viele dieser oder manche dieser Verbindungen existieren immer noch, aber es ist klar, sie wurden stark geschwächt, diese Verbindungen. And the most telling thing, the most amazing thing I would say, most surprising or striking feature is that even through this massive social crisis, which has created a massive change in consciousness, there have not been any significant changes in any of the social democratic parties anywhere in the world that I can think of. Und was signifikant ist aus meiner Sicht ist, dass obwohl diese Krise im Massenbewusstsein große Veränderungen bewirkt hat, hat es nicht in einer sozialdemokratischen Partei auf der Welt, an die ich jetzt gerade denken kann, eine große Auswirkungen. And you will be very hard pushed to find any of these parties where there has been the emergence of any serious left opposition. Und es ist schon schwer, Parteien zu finden, sozialdemokratische, wo es sowas wie das Entstehen eines ernsthaften linken Flügels gegeben hat. What kind of conclusions can we draw from this? Was für Schlüsse können wir daraus ziehen? I think we cannot yet draw definitive conclusions from this. Für mich heißt das, wir können nicht jetzt schon definitive Schlussfolgerungen daraus ziehen. Even in a country like Spain, sogar in einem Land wie Spanien, despite everything, the Socialist Party still has the support of 20-25% of the electorate, and these are mainly working class voters. Trotz allem hat die Sozialdemokratie immer noch die Unterstützung von 20-25% der wählenden Menschen, und das sind hauptsächlich Menschen aus der Arbeiterklasse. But what is clear is that there exists a massive gap between the policies of these parties and the general process of radicalization in society. Aber was klar ist, dass ein gewaltiger Spalt ist zwischen der Politik dieser Parteien und dem generellen Prozess, in dem die Gesellschaften stecken. This leaves a big gap. Es ist ein großer Spalt. And this gap has been filled by Syriza, by the rise of Syriza in Greece, quite clearly. Dieser Spalt ist gefüllt worden, zum Beispiel in Griechenland durch Syriza, ziemlich deutlich. Very rapid rise that took place between, say, 2010 and 2012. Einen sehr schnellen Aufstieg, der, man könnte sagen, zwischen 2010 und 2012 stattgefunden hat. From a party that was polling at 4-5% to a party that is now the first party in Greece, the first working class party and the first party in all the major industrial cities. Und eine Entwicklung, die von einer Partei, die 4-5% in den Wahlen bekommen hat, hin zu einer Partei, die jetzt die erste in den Umfragen ist, die stärkste Partei in den großen Ballungszentren ist und in den Städten. And this same phenomena, sorry. Und in der Arbeiterklasse die stärkste Partei. And this same phenomena took place in France to a lesser extent with the rise of the left front and the massive election rallies that took place during the election campaign. Diese Entwicklung hat genauso in Frankreich stattgefunden, zwar in einem geringeren Ausmaß, aber mit dem Aufstieg der Front de Gauche, der Linksfront, und ihren großen Wahldemonstrationen. However, it also has to be said that these formations are very new, heterogeneous and unstable. Aber man muss auch dazu sagen, dass diese
Formationen, diese Parteien sehr neu sind, sehr heterogen in ihrem Aufbau und sehr instabil. They have not solidified their links with the working masses on the basis of being able to grant in power massive social reforms, and they will not be able to do that. Sie haben nicht ihre Verbindungen mit der Arbeiterklasse dadurch stärken und sichern können, dass sie an der Macht waren und massive Sozialreformen durchgeführt hätten, und sie können das auch gar nicht. So when Syriza comes to power sometime, probably next year. Das heißt, wenn Syriza an die Macht kommt in Griechenland, irgendwann, wahrscheinlich nächstes Jahr, it will be put to the test. Wird sie sofort getestet werden. The test of capitalist crisis, capitalist system in crisis, which does not allow for any serious or even mild reforms to be introduced. Und zwar wird sie getestet werden durch die kapitalistische Krise, die es nicht erlaubt, irgendwelche ernsthaften Reformen oder auch nur kleine Reformen zu machen. And this might create all, will create all sorts of contradictions inside Syriza between leadership and its electorate and so on. Und das wird alle möglichen Widersprüche innerhalb von Syriza aufwerfen zwischen den Wählern und der Führung. And it might even lead to a rise of the KUKUE, the Communist Party, which might be able to present itself as a left opposition, as a serious anti-capitalist opposition to such a conciliatory government. Und das könnte sogar dazu führen, dass die KUKUE, die kommunistische Partei, davon profitiert, indem sie sich als linke Opposition zu so einer Regierung präsentieren kann. But the country where this has happened in a most extreme way is clearly Spain. Aber das Land, wo diese Prozesse in der extremsten Art und Weise sich ausdrücken, ist Spanien. You need to understand that since 2011, Spain has gone through a period of sharp radicalization. Man muss dazu verstehen, dass Spanien seit ungefähr 2011 durch eine Periode der scharfen, massiven Radikalisierung gegangen ist. Two massive general strikes. Es hat zwei massive Generalstreiks gegeben. A process of mass participation of people in politics through direct action, demonstrations, protests, organizing. Es hat ein Prozess stattgefunden, wo die Leute massiv selbst an Politik teilnehmen, in direkter Aktion auf Demonstrationen. In the 2 years of 2012-2013, there was an average of 123 protests every day. Zwischen when? 2012-2013. 2012 und 2013 hat es durchschnittlich 123 Demonstrationen pro Tag in Spanien gegeben. And it's through this in the autumn last year and spring this year, there was a wave of all-out strikes in a whole number of significant sectors of the workers. Zwischen letzten Herbst und diesem Frühjahr hat es eine ganze Serie von durchgeführten Streiks in verschiedensten Sektoren gegeben. There were neighborhood uprisings leading to victories in a number of places in the country. Es hat sowas wie Nachbarschaftsaufstände gegeben, die zum Sieg geführt haben in einer ganzen Reihe von. There was the Indignados movement, which organized millions of people taking to the streets. Die Indignados-Bewegung hat Millionen Leute dazu gebracht, auf die Straße zu gehen. There was the March of the Miners to Madrid. Es hat den berühmten Marsch der Bergarbeiter auf Madrid gegeben. And a huge demonstration that received them. Und eine große Demonstration, die sie empfangen hat. There was a spontaneous wildcat action of civil servants the day after the miners arrived in Madrid, which affected even sections of the police. Es hat wilde Streiks von einem Teil der Beamtenschaft, nachdem die Bergarbeiter angekommen sind, gegeben am Tag danach, die sogar Teile der Polizei betroffen. On the 22nd of March this year, there was a demonstration in Madrid, which had not been called by the official trade unions and gathered between half and a million people under the slogans of bread, jobs and dignity. Am 26. März hat es in Madrid eine Demonstration gegeben, zu der die offiziellen Gewerkschaftsstrukturen nicht aufgerufen haben,
die trotzdem zwischen 500.000 und 1 Million Leute unter dem Slogan Brot, Arbeit und These are all dignity. Würde. These are all elements of developing three revolutionary situations. Das sind alles Elemente, die die Entstehung einer vorrevolutionären Situation anzeigen. And these are the conditions that gave rise to Podemos. It's das, simple. Und das sind die Bedingungen, die Podemos zum Aufstieg verholfen haben. Es ist eigentlich ganz einfach. And anyone can see this. Und jeder kann das sehen. You can say many things about Pablo Iglesias, the leader of Podemos. Man kann viele Dinge sagen über Pablo Iglesias, den Führer von Podemos. But he said when they had the founding conference in the closing speech, he said it is you who have created Podemos. This is the corruption of the oligarchy. Is the massive wealth gap between the rich and the poor. This has created Podemos, and he's completely right. Er hat in der Abschlussrede zur Gründungskonferenz hat er gesagt, ihr wart es, die Podemos erschaffen haben. Es war die Korruption der Oligarchie und der Herrschenden, die das möglich gemacht haben. And this is very interesting. Und das ist sehr interessant. Because it also means that people are not only prepared to fight, to take direct action to solve their problems, they now started a process of becoming politically organized, joining an organization to change the whole system. Das ist sehr wichtig. Es zeigt nämlich auf, dass die Menschen nicht nur dazu bereit sind zu kämpfen, ihre direkten Interessen zu verteidigen, sondern auch, dass sie sich organisieren, dass sie bereit sind, einer politischen Organisation beizutreten, um den gesamten Aufbau des Systems zu ändern. And so far 260,000-270,000 people have registered in Podemos. Und bisher haben sich 260,000-270,000 Leute bei Podemos angemeldet. This has to be qualified because registering for Podemos doesn't really involve much. You go to the Podemos website, you leave your personal details, your national ID card, and that's it. You don't have to pay subs, you don't have to attend a local branch, and there's no other requirements. But 260,000 people have taken that step, which is significant. Man muss das in Kontext setzen, weil bei Podemos beizutreten heißt nicht viel. Man muss sich einfach auf der Website eintragen dafür, man muss keine Mitgliedsbeiträge zahlen, man muss nicht auf Ortsgruppen treffen oder sowas gehen. And in the recent Congress of Podemos, between 110,000 and 120,000 people actually voted for the different documents and the leadership of Podemos by this website electronic means. Und während diesem Kongress von Podemos, der vor kurzem stattgefunden haben, kann man sagen, es haben zwischen 110,000 and 120,000 Leute dann tatsächlich gestimmt für eines dieser Dokumente. But most importantly, präsentiert wurden. In the immediate aftermath of, most importantly also, Podemos has about 1,200 circles, i.e. the local branches in all over the country. Was aber auch wichtig ist, Podemos hat circa 1,200 Zirkel, nennen sie das, also so Ortsgruppen übers Land verteilt. And in the immediate aftermath of the European election, where Podemos got, what is it, five elected Euro MPs, there were big rallies in all the main cities with 1,000, 2,000 people meeting to discuss what's next for Podemos. Direkt nach dem EU-Wahlen, wo Podemos 5 oder 6 Leute ins EU-Parlament bekommen hat, hat es in allen großen Städten Demonstrationen, Versammlungen von 1.000, 2.000 Leuten gegeben, die darüber diskutiert haben. And now Podemos is polling, consistently polling at 25-28%, becoming the first political party in Spain. Jetzt in den Umfragen ist Podemos jetzt durchgängig bei 25-28% und die stärkste Partei in den Umfragen in Spanien. And I can tell you that the ruling class is worried. Ich kann euch sagen, the ruling class in Spain and internationally is very worried about this. Und ich kann euch sagen, die herrschende Klasse in Spanien und international ist sehr besorgt darüber. Because it means that this is a party that is seen by the majority of the people as being a party against the whole system, is now becoming the most popular party in Spain.
Und weil das ist wichtig, man muss bedenken, diese Partei wird von der Bevölkerung als eine Partei angesehen, die gegen das gesamte System ist und ist jetzt die stärkste Partei. There was an editorial in El País, which is one of the most intelligent bourgeois newspapers in Spain. Es hat ein Editorial gegeben in El País, das ist eine der intelligentesten bürgerlichen Zeitungen in Spanien. And they said the political parties and the government needs to take urgent measures to restore the credibility of the political system, although it might be too late. Und sie haben da geschrieben, die Regierung und die politischen Parteien müssen unbedingt jetzt Maßnahmen treffen, um die Glaubwürdigkeit des politischen Systems wiederherzustellen, obwohl es dafür zu spät sein könnte schon. And this rise of Podemos has taken place against the background of vicious attacks by the bourgeois media and the government. Man muss auch bedenken, dieser Aufstieg von Podemos hat stattgefunden gegen einen Hintergrund von sehr starken Angriffen auf Podemos von Seiten der bürgerlichen Medien. They have said that Podemos is a Castro-Chavista party. Sie haben gesagt, dass Podemos eine Castro-Chavez-Partei ist. You might laugh, but look, I mean, the other day, not so long ago, I think it was 10 days ago, or two weeks ago, the director of Jazztel, one of the main telecom companies in Spain, said, "Every time I hear Pablo Iglesias, I hear Fidel Castro." So, der Chef vom größten Telekommunikationsunternehmen in Spanien hat zum Beispiel vor 10 Tagen oder 14 Tagen gesagt, jedes Mal, wenn ich Pablo Iglesias höre, höre ich Fidel Castro raus. They have also said these people are supporters of ETA. Sie haben auch gesagt, dass diese Leute ETA, also die baskische Organisation, unterstützen. Because one time Pablo Iglesias was invited to attend a meeting in solidarity with the democratic rights of the Basque prisoners in Madrid. He didn't even go, but I mean, out of this you have a headline, Pablo Iglesias supports ETA prisoners. Und wie kommen Sie da drauf? Nämlich Pablo Iglesias wurde einmal eingeladen zu einem Treffen, wo es darum gehen sollte, Solidarität mit den baskischen Gefangenen zu leisten. Er ist nicht mal hingekommen, aber die Schlagzeilen waren, Pablo Iglesias unterstützt. None of this is having any impact. Aber das hat keinerlei Auswirkungen. Or rather, it's having the impact of pushing more people towards. In Wirklichkeit führt sogar dazu, dass mehr Leute zu Podemos gehen. Because it's simple, people hate this the establishment, all the bourgeois politicians and commentators. And if they hate Podemos, Podemos must be a good thing by definition. Es ist eigentlich ganz einfach. Die Leute hassen diese ganze bürgerliche Politik, alle bürgerlichen Parteien, Politiker und so weiter. Und wenn die Podemos hassen, dann muss Podemos was Gutes sein. One bourgeois economist said, if Podemos comes to power, it'll be an economic disaster, we'll be kicked out of the EU, we'll have 25% unemployment. But the reaction of people is, what do you mean an economic disaster? What we have now is an economic disaster. Also ein bürgerlicher Wirtschaftswissenschaftler hat gesagt, ja, wenn Podemos an die Macht kommt, dann ist das ein wirtschaftliches Desaster. Wir werden 25% Arbeitslosigkeit haben, wir werden aus der EU rausgeschmissen. Und die Leute sagen, ja, was heißt wirtschaftliches Desaster? Das haben wir doch jetzt schon. But of course, there's another question that needs to be answered. Where does Podemos come from? I mean, is this emerged completely from nothing? Can this happen in other countries? Aber was anderes, was man beantworten muss, ist, wo kommt Podemos eigentlich her? Ist das aus dem Nichts entstanden oder kann sowas auch in anderen Ländern passieren? You know, in the period between 2011 and late 2013, this process of political radicalization was expressing itself mainly through United Left. Man muss dazu sagen, zwischen 2011 und 2013 hat sich dieser Prozess der Radikalisierung hauptsächlich innerhalb von der Vereinigten Linken abgespielt. And United Left had gone from 6.9% in the election in 2011. Die Vereinigte Linke hat 6.9% 2011 bei den Wahlen bekommen. And it progressively was rising, 8%, 10%, 12%, 14% in some opinion polls. Even 17% in some regions. Und sie hat sich eben beständig weiterentwickelt, diese Partei, von
8, 10, 12% in manchen Umfragen, bis zu 17% in einigen Regionen. And we were working in United Left, but we could not see any significant growth in membership. People were not joining United Left. Wir haben in der Vereinigten Linken gearbeitet, aber wir konnten kein großes Wachstum der Mitgliedschaft sehen. Leute sind einfach nicht in die Vereinigte Linke gegangen. United Left was still seen and is still seen too much as linked to the system. Die Vereinigte Linke wird einfach und wird und wurde immer noch gesehen, als dass sie zu viele Verbindungen mit dem System hat. There is a big corruption scandal affecting the Madrid leadership of United Left. Es gibt einen großen Korruptionsskandal, der die Madrider Führung der Vereinigten Linken betrifft. In Andalusia, which is the most populous region in Spain, United Left is in a coalition government with the Socialist Party. In Andalusien, der größten, der bevölkerungsreichsten Region in Spanien, ist die Vereinigte Linke in einer Koalition mit der Sozialistischen And Partei. And in Extremadura, the United Left is in effect propping up a popular party regional government. In Extremadura gehen sie so weit, dass sie effektiv eine Minderheitsregierung der Volkspartei unterstützen. The national leadership of United Left is slightly to the left of these three regions, but from the point of view of the masses in general, that doesn't really matter because they're not fighting them openly, they're not removing them from the organization, or they're not even waging a serious battle against them. Die nationale Führung der Vereinigten Linken steht zwar ein bisschen links von diesen ganzen Regionen, aber in den Augen der Massen bedeutet es nicht wirklich was, weil sie kämpfen nicht gegen diese Leute und sie schmeißen sie nicht aus der Organisation und sie. And above all, the United Left leadership does not appear confident of their own possibilities. Und insgesamt das Wichtigste ist, dass die Führung der Vereinigten Linken in den Augen der Massen einfach nicht als selbstbewusst in ihren eigenen Möglichkeiten erscheint. You know, after the European election. When Podemos, against all opinion polls said that they will get at most one member of the European Parliament, they got, how many did they get? Five. And I think it's 8%, 7% of the vote. Nach den Wahlen zum EU-Parlament, die Umfragen, die haben alle gesagt, Podemos wird höchstens ein Mitglied des EU-Parlaments bekommen. Jetzt, sie haben letztendlich 5 bekommen, das sind so 7-8%. Pablo Iglesias came into a press conference instead of being happy. Und der Pablo Iglesias ist in eine Pressekonferenz gegangen und anstatt glücklich über das Ergebnis zu sein. He said, unfortunately, for now our aims have not been achieved. Er hat nämlich gesagt, unglücklicherweise haben unsere Ziele jetzt nicht erreicht werden können. But we want to take power next year. Aber wir wollen nächstes Jahr die Macht. I mean, this is an important thing. If you are confident in your own possibilities, this rubs off on the people who are watching what you're doing, you know? Ja, das zeigt, das ist wichtig, wenn man in seine eigenen Möglichkeiten, wenn man Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in die eigenen Möglichkeiten hat, dann färbt es ab auf die Leute. While the general impression that United Left leaders give is that they want to be left junior partners in a coalition government with the Socialist Party. That's all they aspire, because that's what's possible. And people are not interested in what's possible anymore. They're interested in what they need now. Generell werden die Führer der Vereinigten Linken gesehen als wir wollen quasi ein Juniorpartner in der Koalition mit den Sozialisten sein, das ist alles, was möglich ist. Aber die Menschen sind nicht mehr interessiert in dem, was möglich ist, sondern in dem, was notwendig ist. All these people who are now in the leadership of Podemos, they were all advisors and had some position in United Left. Pablo Iglesias used to be a leader of the communist youth and so on. Alle diese Führer der Podemos jetzt, die waren in der einen oder anderen Weise mit der Vereinigten Linken verknüpft. Also zum Beispiel Pablo Iglesias war ein Führer der kommunistischen Jugend, andere waren Berater. And they wanted this thing that they're doing with Podemos to do it through United Left. But they clashed with the apparatus of United Left, didn't believe in this, in being enthusiastic and winning the election, and they decided to launch their own thing. Und sie wollten dieses Netzwerk, die wollten Podemos eigentlich
unter dem Banner von der Vereinigten Linken Staaten, aber sie sind damit im mit der Führung in Konflikt gekommen. Die wollten das nicht, diese Herangehensweise selbstbewusst zu sein, und deswegen haben sie es selber gemacht. If you look at the program of Podemos and the program of United Left for the European elections, you will hardly find any difference. This is basically the same reformist program. Wenn man sich das Programm anschaut dieser beiden Parteien von Podemos und der Vereinigten Linken zu den EU-Wahlen, da wird man kaum Unterschiede sehen. Das sind reformistische Programme. But Podemos appears as a party which is against the whole system, that wants to change everything from bottom up. Aber Podemos wirkt als eine Partei, die gegen das ganze System steht und die Sachen von unten nach oben umkrempelt. And this is what people want. Das ist, was die Leute wollen. The result is that United Left has gone down in the opinion polls to 4 or 5%. Das Resultat ist, dass die Vereinigte Linke in den Umfragen auf 4-5% heruntergefallen ist. Between 40 and 60% of the people who voted for United Left in 2011 are now saying they're going to vote for Podemos. Zwischen 40 und 60% von den Leuten, die 2011 für die Vereinigte Linke gestimmt haben, wollen jetzt für Podemos stimmen. But also 20 to 30% of the people who voted for the Socialist Party say they're going to vote for Podemos. Aber auch 20 bis 30% der Leute, die für die Sozialisten gestimmt haben, wollen jetzt für Podemos stimmen. And Podemos is rising very fast. Und Podemos wächst sehr schnell. Now, the leaders of Podemos, they say, we don't think the left and right are relevant anymore. This is a question of those from the bottom against the those from above. And many people in the left have criticized them for this. Die Führer von Podemos sagen so Sachen wie, ja, es spielt links und rechts spielt keine Rolle mehr. Es geht darum, unten gegen oben, und viele Leute in der Linken haben sie dafür kritisiert. But is this the reason why Podemos is rising? Because they're not seen as left? Aber ist das der Grund dafür, dass Podemos aufsteigt, weil sie nicht als links angesehen werden? On the contrary. Im Gegenteil. In the most recent opinion poll made by the Spanish polling state polling agency. In der letzten Umfrage, die von der staatlichen Umfrageagentur oder so durchgeführt wurde. They asked people on a scale of 1 to 10, where 5.5 is the middle. 1 being the most left and right, and 10 being the most right, where do you position the following political parties? Where do you think they are? Sie haben die Leute gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 die linkestmögliche und 10 die rechtestmögliche Position ist, wo seht ihr folgende Parteien? And they say Podemos. Sorry, they say United Left is at 2.6. That's normal, it's a left party, it's on the left, people see them as being on the left, that's fine. Sie sagen, ja, Podemos, die sind bei 2.6. Vereinigte Linke sind bei 2.6, das ist normal, das ist eine linke Partei, das ist links. Where do you think they position Podemos? Wo glaubt ihr, dass Podemos steht? 2.4. Slightly to the left of United Left. 2.4, also noch ein Stück weiter links. And still they are the first political party. Trotzdem sind sie die stärkste politische Partei. So people don't care whether they are left or not. They see that they are left and they still support them. Also die Leute interessiert es nicht, ob sie sagen, sie sind links oder nicht, sondern sie sehen, sie sind links und unterstützen sie. And then people position themselves, say I'm 1, I'm 2, I'm 3 and so on. Und dann in dieser selben Umfrage positionieren die Leute sich selber, also ich bin 1, 2, 3. And in every single category, from 1 to 6, people who consider themselves in between 1 to 6, in every single slot, Podemos is the first party. Und in allen diesen Bereichen von 1 bis 6, wo sich die Leute einordnen können, ist Podemos die stärkste Partei. Obviously much stronger in 1, 2, 3 and a bit less stronger in the others, but still the first party, ahead of Socialist Party, which is traditional kind of center-left party. Ja, natürlich am stärksten bei 1, 2 oder 3 und nicht so stark bei 4, 5 oder 6, aber immer noch stärker als die Sozialistische Partei, die ja so mit die Links ausgerichtet ist, traditionell. Now is this in contradiction to what we have said usually, that the masses, when they move into political activity, they do so in the first instance through their mass organizations?
Steht das im Widerspruch zu dem, was wir gesagt haben, dass die Massen in der ersten Instanz, wenn sie politisch aktiv werden, durch ihre Massenorganisationen gehen? Well, yes, to a certain extent, this is in contradiction. The masses have not moved through the Socialist Party, they have not moved through United Left. Or rather, they have tried to move through United Left, but the resistance of the apparatus and the urgency of the situation have prevented them from doing so. Ja, in gewisser Weise steht es im Widerspruch. Die Massen sind nicht durch die sozialistische Partei gegangen, die Schule der Vereinigten Linken oder so. In Wirklichkeit haben sie es probiert, aber der Widerstand des Apparates und die Schnelligkeit, mit der sich die Situation entwickelt hat und die Notwendigkeit, haben das verhindert. And most importantly, there was another alternative, which appeared to be a mass organization, an organization with mass profile. It wasn't just a couple of sectarian groups saying we must build a new party. Und man muss auch dazu sagen, es hat eben diese Alternative gegeben. Es waren nicht nur ein paar Sekten, die gesagt haben, wir wollen eine neue Massenpartei aufbauen. And particularly after the European elections, they became a mass party. I mean, people could see that this was a viable organization. It was just some fringe party. Besonders nach den Wahlen zum EU-Parlament haben die Leute gesehen, das ist nicht nur so eine Randgruppe, sondern es ist eine gescheite Partei und das ist eine Massenpartei geworden. Can this happen in other countries? Kann sowas in anderen Ländern stattfinden? Yes, it can happen in other countries. Ja, es kann stattfinden. I will say that in Britain there is such a gap in the electorate, in the political situation. Ich würde sagen, in Großbritannien zum Beispiel, da gibt es so einen Spalt im Wahlangebot. And if someone was to say, here we are, we're gonna fill this gap, they will have mass appeal. Und wenn jemand sagt, hier sind wir werden diesen Spalt füllen, dann würden sie ja Massenaufmerksamkeit dafür. But not two or three sectarian groups getting together and saying, oh, we are left unity, we are the British Podemos. It doesn't work that way. It has to be someone who's recognized by the masses, that has some sort of profile or has built some profile. Aber es funktioniert nicht, dass zwei oder drei Sekten sich zusammenfinden und sagen, ja, wir sind die Vereinigte Linke, wir sind die Podemos von Großbritannien. Es muss jemand sein, der ein Massenprofil hat, der auf dem Tableau ist sozusagen. And I will say in Britain, if you take the political situation in Britain now, if Russell Brand, who is a comedian, who has just issued a book called Revolution, has a website where it says join the revolution. Und zum Beispiel in Großbritannien, wenn Russell Brand, so ein Komiker, wenn der hat gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Revolution, und hat eine Website, wo drauf steht, mach mit bei der Revolution, wenn der sowas machen würde. And Owen Jones, who was a left-wing commentator in the Labour Party, where to say tomorrow we're going to form a political movement called Revolution, please join. I'm telling you, tens of thousands, hundreds of thousands will join. Und Owen Jones, ein Linker innerhalb der Labour Party, wenn die morgen sagen würden, wir bilden eine revolutionäre Bewegung, die nennen wir Revolution, tritt uns beide, eine politische Bewegung, die nennen wir Revolution, tritt uns bei. Oh, und da würden Zehntausende, Hunderttausende Leute mitmachen. Oh, in France, where Mélenchon, the leader of the left party, has launched a new movement called the Movement for a Sixth Republic. Oder in Frankreich, wo der Führer der Linksfront irgendwie eine neue Bewegung gestartet hat, die er nennt Bewegung für die Sechste Republik. And this might or might not take off. It's not clear, because also, the recent experience with the left front has been a bit disastrous, because they allied themselves with parties in power carrying out austerity measures. Und das wird vielleicht einen Effekt haben, vielleicht auch nicht, weil die Massen schon Erfahrung haben in letzter Zeit. Die Linksfront hat Wahl
hat sich zusammengeschlossen auf Wahlebene mit Parteien, die an der Macht sind. Und what does this mean for us? Was heißt das für uns? Well, it means we have to be aware of this possibility. We have to be alert to what is happening, the changes that are taking place. Was heißt das für uns? Wir müssen wach sein, wir müssen uns bewusst sein, welche Dinge stattfinden, welche Veränderungen. We need to react quickly when such changes do take place, like the Spanish comrades who have moved. We shifted in a very short space of time from United Left to Podemos. Wir müssen schnell reagieren, wo solche Veränderungen stattfinden, wie zum Beispiel die spanischen Genossen, die sehr schnell von der Vereinigten Linken sich umorientiert haben auf Podemos. We can't have a position where we say, oh no, because Podemos is not a mass traditional workers party and it's a populist petty bourgeois formation, whatever, and we need to sit in United Left waiting for events to happen. That's completely it's completely silly and it's completely undialectical and unmaterialistic. Ja, wir dürfen nicht so in so eine Position kommen, wo wir sagen, ja, der Podemos, das ist eine kleinbürgerliche Formation. Und wir müssen warten, bis innerhalb der Vereinigten Linken was passiert. Das ist eine komplett undialektische Herangehensweise. We need to be where the more radical elements of the youth and the workers, but particularly the youth, are, because these are the people we want to win to a revolutionary alternative. Wir müssen da sein, wo die radikaleren Teile der Jugend und der Arbeiterklasse, besonders der Jugend, sind, weil das sind die Leute, die wir für eine revolutionäre Alternative gewinnen wollen. And right now they are not in the social democratic parties anywhere in the world, or they are there in very, very, very small numbers. That's not our main focus. Die sind im Moment nicht in den sozialdemokratischen Parteien auf dieser Welt oder nur in sehr geringer Anzahl. Und das ist nicht unser Hauptfokus im Moment. Now that doesn't mean the Podemos. Its political program is shifting very, as it comes closer to power, as inevitable, it's shifting to the right, to more moderate program, and its internal structures are shifting towards less democracy and more control by the leadership. Das heißt nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Podemos, je näher sie an die Macht kommen, desto mehr geht ihr Programm nach rechts, desto weniger Demokratie wird innerhalb der eigenen Reihen geduldet. And Podemos is still very fragile and it might implode into a thousand pieces as soon as it comes to power or even before. Podemos ist sehr, sehr fragil. Es kann sein, dass die Formation in tausend Stücke zerspringt, sobald sie an die Macht kommen oder sogar davor schon. And the ruling class will put all its strength into trying to split it, divide it, smash it and co-opt it. Die herrschende Klasse wird alles versuchen, um diese Formation möglichst zu spalten, zu teilen und Teile davon einzubinden. We need to discuss the different terms of the situation. Wir müssen die verschiedenen Umschwünge in der Situation diskutieren. But the most important thing for us, where in Spain we have a small group of 60-65 comrades. Das Wichtigste für uns in Spanien, wo wir eine kleine Gruppe aus 60-65 Genossen haben, is how we get to 150. Ist, wie kommen wir auf die 150 Genossen? And whether this shift to the right in the leadership of Podemos is good for us, because it creates a critical mood amongst the ranks, where we can explain our ideas. Und dieser Rechtsschwenk innerhalb von Podemos ist gut für uns, weil wir unsere Ideen somit den kritischen Leuten besser erklären können. I need to finish. Ich muss aufhören. But there's more things I would like to have said. Es gibt mehrere Sachen, die ich gerne gesagt hätte. I will just mention them quickly. Ich werde sie nur schnell erwähnen. One is that this I've tried to discuss mostly the economic and the political situation. Ich habe versucht hauptsächlich die wirtschaftliche und die politische Situation zu erklären. But there's another angle to the whole world situation, which is also very important, which is world relations. Aber es gibt einen weiteren Angel, die Weltsituation beschreibt und die sehr wichtig ist, nämlich die verschiedenen Beziehungen auf der Welt. As a result of the economic crisis have also become much more unstable. Die viel, viel instabiler geworden sind durch die ökonomische Krise, die Wirtschaftskrise. In the Middle East. Im Nahen Osten. In Ukraine. In Ukraine.
when there's a whole number of issues involved, the struggle between different powers, wo verschiedenste Dinge wichtig sind, der Kampf zwischen einzelnen Großmächten. And the other point I wanted to mention as well, and this instability in the world relations then has a knock-on effect on the economy. Diese Instabilität in den Weltbeziehungen zwischen den Mächten auf der Welt hat einen Effekt auch auf die Wirtschaft. As we can see with Ukraine, the question of sanctions on Russia, the question of gas. As we see in the Middle East, the price of oil and all these things are all interrelated. Wie wir bei der Ukraine sehen, die Sanktionen in Bezug auf Russland, der Preis des Gases, die Sachen im Nahen Osten und so weiter. We also see a certain process in Latin America of the exhaustion of the model of attempting to regulate capitalism in countries like Venezuela, Bolivia, and what's the other one? And Ecuador. Wir sehen auch sowas wie eine Erschöpfung des Versuchs, den Kapitalismus zu regulieren in so Ländern wie Venezuela, Ecuador, Bolivia. And finally, just to say that this world situation. Und um damit abzuschließen, diese Weltsituation. Unstable. Ist instabil, fraught with revolutionary possibilities, ist mit revolutionären Möglichkeiten übersät, will not be decided one way or another in the short term. Diese Situation wird sich nicht in die eine oder andere Richtung entscheiden auf kurze Sicht. Because of the weakness of the revolutionary leadership. Wegen der Schwäche der revolutionären Führung, which is now the main factor in the situation. Die im Moment der Hauptfaktor in der Situation ist. For these reasons, there will be many ups and downs. Deswegen wird es viele Auf- und aber auch wieder Abschwünge geben. The masses will move sharply to the left. Die Massen werden sich scharf nach rechts bewegen, nach links bewegen. Then they will be disappointed and there will be sharp turns to the right as well. Und dann werden sie enttäuscht werden. Anticipating what I'm saying. Nach rechts. And in this process, und in diesem Prozess, the vanguard will learn and will come to more and more revolutionary conclusions. And it is our task to build such a leadership. Wird die Avantgarde irgendwie revolutionäre Schlüsse ziehen und es ist unsere Aufgabe, die revolutionäre Führung aufzubauen. Thank you.